Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich werde euch heute alles spoilermäßig, also mehr oder weniger Spoiler, weil es sind alles offizielle Informationen, die draußen sind, aber ja, einfach alles zusammengefasst zu den Gotland-Ponys sagen und ein paar Kritikpunkte, meine Meinung und so weiter bringen. Erstmal nochmal kurz zum Namen. Ich dachte immer, dass sie Gotland-Ponys heißen. Und ich habe auch Leute Gotland sagen gehört. Das ist aber, glaube ich, definitiv falsch, weil es ist ja keine Ziege. Oder doch? Auf jeden Fall, ich habe gegoogelt und laut schwedischen Muttersprachlern spricht man es Gotland aus. Also das O nicht ganz lang, aber auch nicht kurz. Aber ja, es geht jetzt nicht um den Namen, sondern um das Pferd an sich. Auf jeden Fall ging ja alles irgendwie sehr schnell. Plötzlich kam der Instagram-Post raus und jeder war so, wow. Und ich war und bin auch nach wie vor sehr begeistert vom Äußeren. Allerdings finde ich, dass neuerdings bei allen neuen Pferden die Gänge nicht mehr so Hammer sind. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie so schnell Pferde raushauen, dass sie da nicht so genau dran arbeiten. Aber zu den Gängen sage ich später Genaues. Als erstes nochmal eine kleine Moralpredigt, wie immer. Bitte hatet SSO nicht, schreibt keine bösen Kommentare. Das Einzige, was eventuell hilft, ist konstruktive Kritik. Was ich auch sagen muss, ist, dass mein Video zu den Friesen nicht von allen verstanden wurde. Ich meine, ich darf ja meine eigene Meinung sagen, das ist ja auch kein Meckern, sondern konstruktive Kritik. Und solche Kommentare wie irgendwie, wir können es auch nicht besser oder mach's doch besser, sind jetzt nicht wirklich gute Argumente, weil SSO ja Leute einstellt, die das studiert oder als Ausbildung gemacht haben und dafür bezahlt werden. Von daher darf man schon einen Anspruch an diese Leute haben. Und ich meine, Coaches don't play. Solange jeder seine Meinung und Kritik konstruktiv formuliert, darf ja jeder dasselbe Inspiration und Verbesserungsvorschläge geben. Und natürlich heißt es, wer sie nicht schön findet, soll sie nicht kaufen, was aber natürlich dann auch blöd ist, wenn Stars selber die Chance einer coolen Rasse so semi-gut umsetzt und dann ärgert man sich natürlich trotzdem. Muss ich aber gleich sagen, ist bei dem Gotland-Pony nicht der Fall, also mir gefällt es ganz gut. Aber natürlich gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Also ich höre auch von Leuten, die es überhaupt nicht gut finden, manche finden es super schön. Also mir gefällt es sehr gut, allerdings bin ich auch nicht so bei 100%, aber egal, jetzt legen wir mal los. Also das Besondere ist, dass es 6 Ponys sind und die kommen alle auf einmal raus. Das hat mich sehr verwundert. Das ist bei normalen Pferden, glaube ich, bisher noch nicht vorgekommen. Zumindest nicht in der letzten Zeit, wo ich gespielt habe. Ich kann nicht genau sagen, was der Grund dafür ist. Das weiß ich nicht. Vielleicht haben sie einfach so viele Pferde für die Zukunft geplant, dass sie es anders nicht unterkriegen. Keine Ahnung. Sie kommen auf jeden Fall am kommenden Mittwoch, also am 3.2. raus. Dann zu den Farben. Ich nehme jetzt übrigens auch den Trailer als Visualisierung mit rein, weil ich einfach finde, dass sie auf dem Instagram-Post anders ausschauen als im Trailer. Und Trailer ist dann somit im Spiel. Außerdem hat, glaube ich, jeder das Instagram-Bild schon super oft gesehen. Wie ihr wisst, kenne ich mich nicht so ganz mit Farben aus. Ich habe sehr ausführliche Farbbezeichnungen gefunden, allerdings auf Englisch. Und das konnte man nicht so gut übersetzen, deswegen hier nach meinen Kenntnissen. Wir haben einmal einen Buckskin, soweit ich weiß. Den finde ich super, super schön. Dann haben wir einen Palomino, der gefällt mir auch sehr gut. Dann haben wir so einen gescheckten. Man nennt das, glaube ich, Splash oder Tobiano, irgendwie sowas. Wie immer, falls ihr euch auskennt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall sieht das auch ähnlich aus wie zum Beispiel der Assateague-Pony-Schecke. Ihr werdet heute übrigens sehr oft das Wort Assateague-Pony hören, weil ich das immer vergleiche. Dann haben wir, glaube ich, so einen Dark Bay, also einfach sowas Bräunliches. Einen Rappen, super schön, der hat genauso wie der Schecke blaue Augen. Und dann nochmal irgendwas Bräunliches mit Milchmaul, glaube ich. Ich habe mich jetzt nicht über die Real-Life-Farben informiert. Ich habe nur gehört, dass es eigentlich keinen Schecken gibt. Also ich glaube, super häufig kommen halt einfach diese bräunlichen Töne vor. Wie gesagt, ich habe mich nicht informiert, aber auf jeden Fall wäre halt ein Schimmel noch schön gewesen. Ein Fuchs oder, also halt fuchsiger Fuchs fehlt, finde ich, auch noch. Und ein Apfelschimmel. Für einen Apfelschimmel hätte ich alles gegeben. Wie schön das bitte ausgesehen hätte. Oh mein Gott. Aber vielleicht kommen ja doch noch mehr Farben. Glaube ich nicht, aber oh mein Gott. Kosten werden sie 750 Starcoins. Das ist, soweit ich weiß, der gleiche Preis wie die Assateague-Ponys. Das ist meiner Meinung nach ein angemessener Preis. Also es ist ja ein Pony und es hat keine Special-Gangart. Aber ich finde 750 ist ja voll okay. Ich habe ausgerechnet, wenn man sich alle kaufen würde, dann würde man, glaube ich, 4.500, stimmt das? 4.500 Starcoins? Ich glaube schon, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht, finde ich, klar. Dann der Verkaufsort ist auf Südhof, deswegen wurden ja auch die Assateague-Ponys verschoben, also ein bisschen weiter nach hinten, damit halt einfach Platz für die neuen Ponys ist.
Dann kommen wir zu den Gängen, großes Thema. Da ist eigentlich mein größter Kritikpunkt, obwohl sie jetzt nicht katastrophal oder so sind, aber sie hätten auf jeden Fall besser werden können. Leider wissen wir aus Erfahrung von den Friesen, dass sie jetzt nichts mehr bis Mittwoch ändern. Das ist der Schritt, den finden einige nicht so toll, bei dem habe ich aber eigentlich nichts auszusetzen. Aber jetzt seht ihr den Trab, mit dem habe ich ein Problem. Und zwar streckt das Pferd den Kopf total hoch und drückt somit den Unterhals quasi raus und so. Klar, ich bin Dressurreiterin und kann jetzt die Ansprüche nicht auf so ein quasi wildes Pony vergleichen. Es gibt auf YouTube auch so einen Real-Life-Vergleich, den kann ich jetzt leider nicht mit reinnehmen. Da geht das Pony auch so ähnlich, also es ist schon ähnlich. Aber ich finde, es sieht schon ein bisschen extrem aus und ein bisschen ungesund, aber das ist meine Meinung. Dann das ist der versammelte Galopp, den finde ich eigentlich okay. Der schnellere, der ist auch okay. Der Renngalopp ist, finde ich, wieder nicht so gut geworden. Also er ist definitiv nicht so schlecht wie bei den Friesen. Aber ich weiß nicht, irgendwas an den Hinterbeinen gefällt mir so gar nicht. Was ich aber allgemein über alle Gangarten, vor allen Dingen über die drei Galoppgangarten sagen kann, ist, dass der Rücken sehr, sehr wenig mitschwingt. Vor allen Dingen vorne in der Gegend des Widerrists. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich finde, dadurch wirkt eigentlich die ganze Gangart steif. Dann das Rückwärtsrichten, da könnte das Pferd auf den Hinterbeinen ein bisschen mehr Last aufnehmen, finde ich aber voll okay. Das Steigen haben wir schon bei vielen anderen Rassen. Ich liebe die Animation, ich finde das super schön. Dann der Sprung ist ein normaler Ponysprung, den finde ich echt süß. Der ist nicht so overdramatic wie bei den Friesen. Insgesamt sind die Gangarten halt typische Pony-Gangarten, sind halt auch sehr so auf das Asthetik-Pony angelegt. Dann kommen wir zu Mähne und Schweif und sie haben, wenn man die kauft, so eine rassetypische, denke ich jetzt mal, so eine mittellange, einfach natürliche Mähne, die auch so auf zwei Seiten fällt. Dann kann man die natürlich kürzer, Zöpfchen und so weiter machen. Und es gibt auch einen neuen speziellen Haarstil und zwar diese Schleifchen, die finde ich super süß. Manchen Leuten ist es vielleicht ein bisschen sehr süß, weil es ist halt wirklich überall Schleifen dran, aber mir gefällt es sehr gut. Aber ansonsten finde ich Mähne und Schweif echt gut gelungen. Es ist auf jeden Fall nicht wieder so ein Fail wie beim Friesen und deswegen, ja, finde ich es eigentlich ganz schön. An der Anatomie habe ich auch nicht viel auszusetzen. Ich bin allerdings auch kein krasser Profi. Beim Friesen konnte man halt mehr dazu sagen, weil man einfach die Rasse besser kennt. Was mir halt einfach nicht gefällt, ist eben dieser starke Unterhals, der im Trab nochmal so extra in Szene gesetzt wird. Aber ansonsten von den Proportionen und so ist allerdings, soweit ich sehen kann, alles stimmig. Insgesamt bin ich auf jeden Fall zufrieden mit der Rasse und ich freue mich schon krass auf Mittwoch und ich werde mir mehrere kaufen. Mal schauen, ob es alle werden, ich bin mir noch nicht sicher, aber da es 6 Stück sind, glaube ich eher nicht, aber man weiß ja nie. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung zu den Ponys in die Kommentare schreiben. Vielleicht gibt es ja auch Menschen, die sich noch besser mit Anatomie und Farben auskennen. Schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, ob ihr euch eins kauft und wenn ja, welches, also welche Farbe. Und falls ihr in den Kommentaren diskutiert, bleibt bitte freundlich und fühlt euch nicht schnell angegriffen. Oder sowas, auch durch das Video nicht. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!